Ich bete für unser Land. Ich bete für die Menschen, die Impfschäden erlitten haben. Ich bete für die Bundesregierung, für die Verantwortlichen in der Bundesregierung, für die Verantwortlichen im Robert-Koch-Institut und für alle Ärzte, die in der Verantwortung stehend darüber Bescheid wussten. Was jetzt ans Licht kommt, ist schockierend. Deshalb wünsche ich dir viele Erkenntnisse mit diesem Video. Es fällt mir nicht leicht, diese Videos zu machen. Es geht aber nicht um mich, um meine Person, sondern es geht um uns alle. Und ich bin auch bereit, hier in YouTube meinen Beitrag zu leisten oder in Facebook, sowohl in meinem realen Leben. Grüß Gott, mein Name ist Boris René Engel, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Eine der größten Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit wird jetzt offensichtlich wahr bzw. kommt ans Licht der Wahrheit. Es gibt ja diese Wahrnehmungsfalle. Die Wahrnehmungsfalle ist, ich nehme wahr, er nimmt wahr, sie nimmt wahr. Wir alle nehmen wahr aus unserem Blickwinkel heraus. Und es geht noch viel tiefer aus unserer Biografie heraus und so weiter und so fort. Ich will euch aber nicht länger langweilen. Es gibt die Wahrheit und die Wahrnehmungsfalle ist zu sagen, es gibt die Wahrheit nicht. Als Christ habe ich die Pflicht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, um mich selbst zu hinterfragen, um diese Welt zu hinterfragen, um sie zu verstehen, um zu wissen und einordnen zu können, inwieweit sich Gottes Wort schon erfüllt hat. Chargenroulette bei den Corona-Impfstoffen. Der Horror geht weiter. Und hier wird eine Verschwörungstheorie scheinbar zur Wahrheit. Mindestens 64 Todesfälle, die alleine in Dänemark im Zusammenhang mit der Impfung gemeldet wurden, lassen sich laut Untersuchungen von Forschern der Universität Kopenhagen auf 9 früh gelieferte Chargen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes zurückführen. Es ist insgesamt 4% aller nach Dänemark gelieferten Dosen. 4%. Diese 4% allesamt aus den ersten Lieferungen hätten demnach die Hälfte aller in Dänemark im Zusammenhang mit der Impfung gemeldeten Todesfälle verursacht. Teile dieser Chargen wurden auch in Deutschland verabreicht. Im Endpunkt seien zerstückelte und veränderte mRNA gefunden worden. Was das bedeutet habe, müsse noch ermittelt werden, schrieb ein EMA-Mitglied im November 2020. Wochen später war der Wirkstoff von Pfizer-BioNTech zugelassen. Diese 9 Chargen, so erklären die dänischen Forscher, stünden für 18 Mal mehr Todesfälle als bei den nachfolgenden Impfstoffproduktionen. Gespiegelt in der Sterblichkeitsrate lag die auffälligste Impfstoffcharge um das 1104-fache über dem bekömmlichsten. So der Statistiker der Kopenhagener Gruppe Max Schmeling gegenüber Welt. Den Presseartikel der Welt mache ich unten in die Infobox bzw. in die Kommentarleiste. Zudem stießen die Wissenschaftler
noch auf 4 weitere Chargen, die völlig aus dem Rahmen fielen. Sie schienen praktisch keinerlei Nebenwirkungen zu haben. Keine einzige Verdachtsmeldung nach 200.000 Impfungen. Dass mit einigen frühen Chargen etwas nicht stimmen könnte, blieb BioNTech Pfizer selber keineswegs verborgen. Welt liegt hierzu ein vertrauliches Sicherheitsberichtspapier des Unternehmens vor. Dem ist zu entnehmen, dass BioNTech im Juni 2021 intern eine Liste mit 20 Chargen zusammengestellt hatte, die alle auf ungewöhnliche viele Verdachtsfälle von Nebenwirkungen gekommen waren. Unter den 20 auch alle 9 Chargen aus der dänischen Studie. 2 davon waren zu Teilen nach Deutschland gelangt, mit Folgen in 112 Fällen. So vermerkt der Bericht, habe das in Deutschland möglicherweise zum Tode geführt. Davor hatte der Professor Dr. Sushat Bhakti uns alle gewarnt. Ich habe ihm vertraut, unter anderem. Vor allen Dingen habe ich mir selbst vertraut. Letztendlich ist es so, ich vertraue nur Gott. Und dieses Gottvertrauen lege ich euch ans Herz, weil darum geht es tatsächlich in diesem Erwachensprozess. Also, es ist, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass hier endlich ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, um die Bundesregierung genauso das Robert-Koch-Institut zu hinterfragen. Ob das geschehen wird, weiß ich nicht. Der letzte Untersuchungsausschuss vor ein paar Wochen wurde abgelehnt. Das sind die Zeiten, in der wir leben. Die Zeiten des weltweiten Wandels, in der die Bühne dieser Welt lichterloh brennt und einsturzgefährdet ist. Und die Realität sich in Verwerfungen, und das ist eine Verwerfung, über die wir heute gesprochen haben, das ist eine Verwerfung, und in Kriegen gipfeln. Deswegen, liebe Freunde, fangt an zu beten. Der große Glaubensabfall in Deutschland ist unser Hauptproblem. Und das ist ein wirkliches Problem. Da wir Deutschen die Träger des Christentums sind. Sind eben die Vögel durch das Gebüsch geflogen. Ohne diesen Schutz von Gott haben wir genau diese Probleme, die wir haben. Das sehen wir überall in der Gesellschaft. Das sehen wir überall in der Politik. Das sehen wir auf allen Ebenen. Das sehen wir auch in der Wirtschaft. Dass ohne den Schutz Gottes bestimmte Kräfte tun und schalten und machen können, was sie wollen. Kehrt um. Die Frage dieser Zeit lautet, Gott ja oder Gott nein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bei mir muss ich das erstmal setzen, was ich heute Morgen gelesen habe und auch schon gestern. Ich habe jetzt im Ablauf ein Video dran gemacht, wo dieses Thema aufgegriffen wird.
gerade mal noch den Namen gucken. Das Video heißt Tödliche Impfchargen. Es gab sie wirklich. Interview mit Professor Dr. Deka und Professor Dr. Matisik. Bleibt orientiert, lasst euch nicht in die Knie zwingen und wacht auf. Es ist wirklich an der Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.